Hallo und damit herzlich willkommen hier zu Tash Wars 2. Ja, einen Multiplayer Online Game. So, fangen wir einfach mal an. Ich drücke einfach mal auf Battle. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Jetzt wird's interessant. Gewinnen wir oder verlieren wir in einem spannenden, ja, Spiel. In einem spannenden Online-Multiplayer-Game. Und das Ganze in der Kategorie Top oder Flop. Da mein Mann angefangen hat, schon unsere kleine Top- oder Flop-Ecke aufzufüllen, mit dem gestrigen ersten Video machen wir heute weiter mit Tash Wars Online. Wenn er lädt. Wir schauen einfach mal. Wir wollen spannende Ergebnisse sehen. Wie wir sehen, haben wir schon mal angefangen zu laden. Ich kann nicht sagen, ob das Spiel... Okay. Lass mich jetzt mal kurz gucken. So, wir müssen... Ich hab keine Ahnung. Ich bin tot. Okay. Wir müssen einfach mal ein bisschen abwarten. Das sind ja sonst eigentlich nicht so meine Spiele. Aber wir wollen es einfach mal austesten. Okay, das da unten ist schon eingenommen von Dings, von den Roten. So, dann werden wir jetzt mal versuchen. So, A haben wir eingenommen. C haben wir auch eingenommen. Und anscheinend streiten wir uns um C. Die Musik ist doch mal richtig geil, oder? Kann sein, dass der Ingame-Sound ein bisschen zu laut ist. Den kann ich mir während des Spiels nicht ändern. Mann! Jetzt hatte ich ihn fast. Jetzt haben wir schon A, jetzt haben wir schon B und C verloren. Yay. So, ich weiß nicht, wie das funktioniert hier oben mit dem. Okay. Wir machen Action. Wow. Punkt. Ist, sie drücken mich zurück. Okay. Ja, die haben definitiv besseres equipped.
Wir sind gerade bei B. Clever. Ich glaube, man muss die Zeit hier runterzählen. Aber ich habe keine Ahnung, wie. Oh wei. So. Versuchen wir mal, die Mitte einzunehmen. Ist der Kerl mies. Aber wir haben immerhin schon mal alle drei eingenommen. Yes! Mein Gott, die anderen sind alle einfach besser als ich. Ja! Das Problem ist, ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Yes! Wir nehmen unser C ein. Nichts mit unserem C. Was ist das? Wir haben B eingenommen. Na ja, gut. Aber wenigstens habe ich einen mitgekillt. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir da wieder rauskommen können. Ich glaube, ich verstehe das Spiel langsam. So ein bisschen wenigstens. Ich glaube, wenn hier die Punkte abgelaufen sind, ist das Spiel vorbei. Die haben bessere Waffen als ich, definitiv. Ja, die sind jetzt oben. Die nehmen gerade. Okay. Die kommt von oben, glaube ich jetzt. Hey, es könnte die erste Runde sein, die ich gewinne. Krass. Hey, die haben unser C eingenommen. Mist. Okay. Okay, schauen wir mal, ob wir das Ding vielleicht doch noch verlieren.
Mist. Dann lauft mich doch der Affe von hinten. Puh. Wird das ein spannendes und interessantes Rennen. Wir verteidigen gerade nur sehr schlecht unsere Base hier hinten. Yes. Jetzt kommen wir einfach von hinten. Mist, 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 Mist. So. Das war eine Idee wert, hat aber leider nicht funktioniert. Puh. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Nur, dass wir irgendwie die Base einnehmen müssen, die Punkte runterzählen und ich glaube, wer als erstes bei 0 ist, hat verloren. Ich glaube, mehr oder weniger nur darum geht's. Um was anderes geht's gar nicht. So. Gehen wir mal rüber. Vielleicht ist A nicht ganz so belegt. Nee, A ist nicht belegt. Gut. So, ab zur Mitte. Die werden jetzt bestimmt B eingenommen haben. Versuchen wir. Okay, laufen wir einfach mal den dreien hier hinterher. Okay, wo sind sie denn jetzt alle? Nein! Da flog doch noch tatsächlich eine Bombe. So ein Mist aber auch. Ich hab gesagt, die sind bei B. Ah. Puh. Ja. Da flog tatsächlich noch was. Oh, ist das mies. Da war ja keine Chance gegen. Naja, gut. Ist eh gleich mal eine Runde vorbei. Aber dauert relativ lange so eine Runde. Eine Viertelstunde spielen wir jetzt schon. Okay. Die sind jetzt bestimmt langsam bei A. Ja, komm, haben wir A? Ja, die sind bei A, sage ich doch. So. Jetzt sieht es gleich für uns ganz schlecht aus. Uiuiui. Boah, die sind echt gut. Komischerweise, ich hatte das schon mal angespielt. Habe ich bis jetzt 2 Runden gespielt und die waren immer. Immer Rot hat gewonnen. Ja, jetzt wollen sie das Hauptlager belegen. Jetzt wollen sie uns gleich beim Startpunkt vernichten. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig.
kommt auch schon. Ah, verloren! Na, sowas aber auch. So. Jetzt kommt die Entscheidung. Ist es Top oder Flop? Ja, es ist schwer zu entscheiden, dass, wenn man, glaube ich, ein bisschen gegiert ist, ist man, glaube ich, eigentlich ganz... Kann man ganz gut sein? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist sehr schön. Es macht Spaß. Ne? Also es ist ganz interessant. So an sich. Für mich wäre es jetzt Flop, da ich so eine Spiele nicht mag. Es ist mir einfach, ja, zu langweilig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, boah, das muss ich jetzt stundenlang mit steigender Begeisterung spielen. Man kann es spielen, klar, so ein, zwei Runden mal, aber sonst leider nicht. Aber trotzdem danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Top oder Flop. Bis dahin. Tschüss.